Schön, dass du da bist, lieber Gildo Horn, hier bei uns im Pfarrhaus in Klausen. Wir befinden uns ja unmittelbar vor deinem Konzert hier bei uns in der Wallfahrtskirche. Und toll, dass du dir noch Zeit nimmst für dieses kurze Gespräch hier im Vorfeld dieses Konzerts. Ja, in der Kirche aufzutreten, ist das was Besonderes für dich? Ja, das ist natürlich, die Räumlichkeit ist, ja, ist der Oberknaller. Mein Vater, das ist vor, ich glaube, 30, 40 Jahren nach Klausen gepilgert, nachdem er seinen Ingenieur gemacht hat. Das war ein großer Traum von ihm. Deshalb, ich persönlich von der Wiener Kirche. So, jetzt nach 40 Jahren kommt der Sohn hier reinspaziert. Tolles Haus. Wenn man an Kirche denkt, dann denkt man natürlich immer an gewisse Wertigkeiten. Und ich werde dann gefragt, weißt du mich auch zu benehmen? Das ist irgendwie das, weil das Einzige, was das jetzt unterscheidet vom normalen Konzert. Also ich mache mir überhaupt keine Gedanken drüber, was passiert, wenn ich auf die Bühne gehe. Ich mache immer. Ja, ich habe die Fans aus der Region, ich habe eben schon mal reingehört in der Schlange, also die freuen sich schon auf dich. Die wissen sich auch zu benehmen. Genau, aber das glaube ich auch. Also ich habe das sind auch Leute, die ich so ein bisschen kenne. Nicht alle sind ja auch Fremde da. Wir haben auch Gäste aus Köln und aus Hamburg, die extra hingekommen sind. Aber du hast die zweite Frage schon beantwortet, und zwar, du kommst aus der Region hier, welche Verbindung hast du nach Klausen? Bist du selber mal als Junge auch nach Klausen gepilgert? Nee, bin ich nicht. Also ich bin halt in St. Martin in Trier, bin ich geboren. Ich war früher auch Messdiener. Ich habe sogar eine Jugendgruppe geleitet in der Pfarrei, und ich bin irgendwann ausgetreten. Ich glaube, da war ich 20 Jahre so irgendwie ausgetreten, lange Geschichte. Das war mir in so einem komischen Ritualismus hängen geblieben, weil Glaube halt immer viel mit Schuld zu tun hat, also gerade in der katholischen Kirche. Das hat mir gar nicht gefallen. Also das hat mich ziemlich fertig gemacht. Ne? Und deshalb muss ich da irgendwie raus. Aber Liebe ist Liebe ist Liebe. Ich glaube einfach so die Werte des Glaubens, die lebt man ja, ne? Da braucht man jetzt nicht unbedingt eine Kirche. Und das, glaube ich, sind auch für dich dann, wenn ich daran anknüpfe, die positiven, also die Liebe sozusagen ist ein positiver Wert, der dich heute vielleicht, auch wenn du nicht mehr zahlendes Mitglied der Kirche bist, aber vielleicht noch, ja, wie soll ich sagen, geistliches Mitglied der Kirche. Hannes Böller hat ja mal gesagt, ich verbleibe im geheimnisvollen Leib der Kirche, hat ja dem Kölner Generalvikar seine Austrittserklärung geschickt, aber hat gesagt, ich bleibe noch zumindest, sag mal, in dieser Wertigkeit. Würdest du das noch sagen, diese Werte, die Liebe so ist noch etwas, was dich... Also ich habe meine Liebe geht genauso dem Buddhismus wie dem katholischen Glauben. Ich bin verbunden, ansonsten liebe ich Menschen nicht. Ich finde es ganz toll, was für unterschiedliche Menschen es gibt. Und ich habe das große Glück, auf der Bühne zu stehen und was zu machen, wo ich in lachende Gesichter schaue. Das ist irgendwie das Beste, was man haben kann. Die Leute kommen und wollen so für jeder mit seinen Sorgen und Nöten und mit dem Alltag, ne, der einen manchmal bedrückt. Die Meldungen von außen, die sind ja halt auch nicht immer ganz rosig. Und Schlagermusik ist wie so eine Operette. Das ist, du gehst rein und dann bist du für 2 Stunden, kannst du komplett abschalten. Das ist meine Aufgabe, die Leute dahin zu kriegen, dass sie einfach mal an nichts denken. Nicht nach vorne denken, nicht nach hinten denken, nicht zur Seite irgendwie, sich nicht zu viel reflektieren, sondern einfach abschalten. Da gab es so früher mal diese Werbung, damit sie morgen wieder kraftvoll zubeißen können. Und wenn ich das geschafft habe, dann... Das ist gut. Ich glaube, das ist auch ein, sag ich mal, als... Priester, finde ich, ist das auch eine Funktion von Kirche, die Menschen eben, ja, sozusagen denen für ihren Alltag Stärke, Kraft zu geben. Und wenn das auf verschiedene Art und Weise passiert, ist das doch super. Und ich finde eben auch Schlager, ich bin auch persönlich schlageraffin, also ich mag Schlager sehr gern, ich bin damit groß geworden, bin als Kölner sowieso diesen Dingen sehr offen, deswegen freue ich mich auf den Abend, Gildo. Und ich glaube, deine Fans da draußen, die sind schon ganz heiß, die warten schon. Ich die sind ja gar nicht da draußen, die sind da drin. Ja, stimmt, die gehen jetzt schon drin. Ne? Das ist wahr, da hast du recht. Genau. Ich habe eben wieder festgestellt, wie kalt so eine Kirche ist. Ja, das ist klar. Das ist echt brutal, ne? Das Hotel, das muss man jetzt mit Stimmung an aufheizen. Dann, glaube ich, gelingt euch auch. Aber traumhaft, also ich bin halt schon unglaublich oft hier vorbeigefahren.
auf der Autobahn. Ja, man sieht die Kirche. Und jedes Mal muss ich denken, wenn ich vorbeifahre, an meinen Vater, der ist schon lange tot, da war ich 7, als er gestorben ist. Und wie er hierher gepilgert ist, immer, ich lese Klausen und habe das sofort so im Kopf drin. Und jetzt hier zu sein, das ist echt, ist total nett. Ich war hier drüben in der Gastro. Schön so. Ja, als Gast empfangen. Genau, das ist genau, schön. Das ist auch schön. Das ist gut. Ja. Doch, das bemühen, glaube ich, manche Leute in Klausen. Also wir auch und unsere Gastwirte tun das auch. Das ist gut. Schön. Auch ein gutes Konzert. Ich freue mich. Ich mache mir die Haare schön. Oder? Ja, ja. Hast du nicht. Wem sage ich das? Ja, eben. So ist das auch. Hast du nicht.